Ja, Hallöchen und ein herzliches Willkommen. Ich, die Schurkin, namens Horsti Borsti, nö, Selin, ihr Lieben, bin wieder da. Jo, wir machen weiter in den Lagerräumen in dieser Folge, ihr Lieben. Und wir müssen Ingenieure finden. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, der dürfte ein bisschen stärker sein als die vorigen. So, der ist einmal hinüber. Boah, es ist so gefährlich, Leute. Aua! Leute! Basta Shooter mit Butter. Ha! Was haben wir da eigentlich? Kann man da noch was machen? Hier Gold. Wie cool. Mega krass, Leute. So, ihr Lieben. Gut. Dann schauen wir, was wir da Neues haben. 7% erhöht Bogen. 9% erhöht Bogen. 24 Rüstung, da habe ich schon 33 Rüstung, 6 erhöhte Mana, 32 Auswertung. Das werde ich anziehen, Leute, weil die hat nämlich mehr Ausweichwertung. Sagen wir da Ring, Leute, 6% erhöhtes Bewegungstempo. 7% erhöhtes Bewegungstempo. Nö, sehe ich nicht ein, ehrlich. Gut. Dann, ihr Lieben, was ich jetzt noch die ganze Zeit nicht gemacht habe. Wie. Ja. So. Würde mal sagen, ich habe Stufe 3. Das Blöde ist, ich weiß nicht einmal. Gegner, die vom Wirbel getötet werden, haben eine Chance, um das Ziel herum eine kinetische Explosion auszulösen, die physischen Schaden verursacht. Aufregung. Elan, Wirbel hat erhöhtes Angriffstempo. Da werde ich auf jeden Fall einmal erhöhen. Ein unbenutzter Punkt, das steht da. Bin ich blind oder was? Wirbel entzieht einen Teil der verursachten Schadens, also das BLP-Entzug beim ersten Treffer. Zweiter Entzug. Wirbel entzieht einen Teil der verursachten Schaden als LP. Oder unerbittlich. Du hast erhöhtes Angriffstempo für jeden Treffer, den du mit einem vorherigen Wirbelangriff erzielt hast, bis zu einem Maximum. Ja, das ist gut. Ha, Leute. Cool. Der krasser, schrasser Kit, Leute. Voll mega Funkenschlag. Also ich habe momentan nichts mehr zu vergeben, Leute. Freigeschaltet drauf erteilen. Rauchbombe. Ich habe keine Punkte mehr zu verteilen. Portal. Da, okay. Ja, gut. Plus heißt was? Schurkin, unbenutzte Punkte. 5 unbenutzte Punkte. Passive Fertigkeiten. Geschwinder Assassine. Dein Kampf, Nahkampf, Wurf und Bogenangriff haben erhöhtes Angriffstempo. Und verursachen zu. Okay, ja. Das mache ich. So kann ich eh nicht runter. Ruhige Hand für weitere Informationen. Was ist das da? Tödliche Kadenz. Jeder dritte Nahkampf. Wurf oder Bogen auf so erhöhten Schaden. Kann ich nicht. Nein! Warum kann ich das nicht machen, Leute? Zwei.
Ah, ich glaube, ich, bis ich weiter kann. Okay. Rauchbombe. Rauchbombe. Der Charakter wirft eine Rauchbombe vor seine Füße. Der Gegner blendet und ihm selbst Hast verleiht. Okay. Cool. Säureflasche. Da haben wir Attacke, Schuriken und Aufregung. Ja, passt. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Ja, Entschuldigung, es muss auch geskillt werden. Das ist einmal ganz wichtig. Das sehe ich aber was. Wow. Stürmischer Reisestab. Ach du Schande. Ach, sieh aber was. Haha, Heiltrank. Hier, schau da mal. Ui. Mal Gold. Sehr fein. Hallöchen. Ja, coole Nebenqueste quasi, um ein bisschen stärker zu werden im Angriff. Mal ein Gold. Jeder Goldmünze ist was wert, Leute. Das ist gleich. Schauen wir mal darüber, was man da alles machen kann. Ich würde mal sagen, gehen wir mal da lang. Wie viel. Ah, servus! Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich schon? 3360. Okay. Ihr Lieben. Grandios, die Schurkin. Wieder mal schauen. Schauen, was da drin ist. Ah, ein Geheimgang oder was? Hallo? Der Apfel sieht makellos aus, obwohl er von Staub umgeben ist. Unter ihm ist eine Nachricht in den Stein geritzt. Ich bin kein Dieb. Sie hat nie uns gehört. Nie ihr. Die Zeit gehört ihm. Okay. Das ist ja gar nicht eingetragen quasi auf der Map. Das ist dunkel hier drin. Nö, da ist jetzt überhaupt nichts irgendwie. Kann ich den Apfel nehmen? Okay, der wird wahrscheinlich noch mal relevant werden. Schätze ich mal, irgendwann. Kann ich nicht sagen, genau. Jutti! Ich habe Angst, Leute. Okay, Bossgegner. Leute, Bossgegner! Wieder der Soldat, Leute, ist das jetzt gerade Bossgegner. Passt. Oh, geschafft!
Kurzsperr-Katapult-Elfenbeinwürfel noch hinzugefügt, der LP-Splitter. Ja, super. Wunderbar, Leute. Da ist was. Hallo? Okay. Kehre zum heoboreanischen Soldaten zurück. Diese Quest ist erledigt, Leute. Perfekt. Grandios. Jetzt sind wir wieder in der Festungswelle. Haben momentan keine Nebenaufträge mehr, aber ich muss zu diesem komischen zurück. Servus. Ich habe gesehen, wie du zum Lagerraum gegangen bist. Sind sie weg? Sie sind weg. Ich sollte mich bedanken. Schon gut, ruh dich gut aus. Sehr gut. Leute! Passivpunkt, 30 Erfahrung bestätigen. Mega klasse, Leute. Klasse, ist das mega genial. Servus. Ja. Unglaublich cool. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Okidoki, passt. Ah! Ich würde quasi die Aufregung erhöhen, weil die ist wirklich so geil, die Aufregung. Ich regel mich auf. So, da. Gut, ihr Lieben. Da haben wir nämlich einen. Finde die Schatzkammer der Hüter. Du bist jemand. Wer bist du? Hüterin Lena schickt mich. Hüter Baltas ist drinnen und schützt den Splitter. Die Osprix werden ohne ein Symbol von Eterra nicht durch die innere Tür kommen. Aber es wird nicht lange dauern, bis sie sie durchbrechen können. Ich werde sie beseitigen. Hier, ich habe das Symbol vor ihnen versteckt. Sie haben mich in Ruhe gelassen, weil sie dachten, ich wäre schon tot. Nimm es. Es öffnet die Tür zur Splitterkammer. Passt. Bitte, hilf Baltas. Ich gehe rein. Leute. Ich gehe rein. Ah, ja. Ah, ja. Was war das für ein Stöhner, Leute? Ah, ja. Echter Hammer. Komm doch. So, da, ihr Lieben. Quest abgeschlossen. So. Betritt die Splitterkammer. Splitter, 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 nackt. Och, du Schande. Da bebt es ja. Ah! Ah, es bebt. Ich gehe mal diesen Weg da kurz entlang. Ach du Schande, Leute! Ah, nö. Nicht rausgehen. Was de? Jetzt muss ich wieder aufheilen lassen. Ja, jetzt bin ich unabsichtlich rausgegangen, Leute. Ja, ich möchte auch die Zeit nutzen, wieder mal liebe Grüße an gewisse Personen dazulassen. Das ist einmal Arisorius. Vielen Dank noch einmal für das Spiel. Er hat es mir spendiert. Es ist wahnsinnig grandios. An meine Mutti, Hallöchen. Und an alle anderen, die hier noch zuschauen, lasst mal ein Like da, ein Abo und kommentiert fleißig in den Kommentaren. So, ich gehe da wieder mal rein, Leute. Ja, ich bin unabsichtlich da ist rausgesprungen. Ich wollte irgendwie woanders hinflüchten, aber nicht raus. Heiltrank nehmen. Passt, Leute. Stufe 8, Leute. Jawohl. War wieder eine Fähigkeit. Ha. Mega krass, Leute.
Schuriken haben wir da. Verschiebung. Der Charakter spurtet eine kleine festgelegte Strecke in Zielrichtung. Säureflasche. Ja, das werden wir nehmen, Leute. Hinderliche Mixtur. Die Säureflasche hat eine Chance, Gegner bei Treffer zu verlangsamen. Das ist cool. Sonst kann ich eh nichts mehr machen, oder? Nö. Jo. Gut. Perfekt, Leute. Das ist geil. Ich finde das mega krass, Leute. Jetzt habe ich auch ein bisschen die Säure verbessert. Ja, dauert nicht mehr lang die Folge, aber ist egal. Was ist das Schönes? Aber ich gehe mal auf die andere Seite rüber. Weil da sind nämlich auch noch Feinde drin. Ich bin in der Schatzkammer der Hüter. Mega geil. Klasse. Da ist auch nichts jetzt, nichts Besonderes. Schon wieder geschmiedeter Soldat. Ah, Leute, nein! Ach du Schande, Leute! Ich laufe einfach mal davon, nur so, weil ich es gerade will. Nein, 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 weg, 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 weg. Ich habe keine Heilmittel mehr, Leute, Spannung pur hier! Nein, weg, 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 weg! Krass, Leute, den schaffe ich! Ja! Das ist der dritte geschmiedete Soldat. Nö, also, es ist jetzt, glaube ich, kein Bossgegner oder sowas. Weil ich glaube nicht, dass ein Bossgegner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 oder 100 Mal kommt. Glaube ich nicht. Also, es wird so ein Elite, ich schätze mal, ein Elite-Gegner sein. Der ist es. Jawohl! Na bitte! Ha! Zauberstab und Heiltrank. So. Da haben wir nämlich noch... Ah, Bücher. Leute, Bücher. Nachdem ich die Bewegungen der Hüter dechiffriert hatte, waren die Schatzkammern leicht zu finden. Sie zu erkunden war herausfordernder. Uralte Gemäuer, die selbst die größten Architekten von Solarum inspirieren können. Und so gut wie undurchdringlich. Mit den besten Sprengladungen meiner Ingenieure und der Stärke meines Tieres konnten wir eine aufbrechen. Und fanden nur leere Hallen und verlassene Kammern vor. Wozu eine solche Festung richten, wenn sie nichts enthält? Und doch konnte ich sehen, dass sie da gewesen waren, genau wie vorher gesagt. Sie bewachen etwas von immensen Wert. Etwas Mächtiges. Raye wird erfreut sein. Okay. Was wird das sein, was sie bewachen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich nix wissen. Aufmachen die Hütte. Ah, da ist Jesus hin. Die Frau Jesus. Oh mein Gott, sprich mit Hüter bald das. Da ist er ja. Servus! You're here to help. Bist du hier, um zu helfen? Die Osprix, sie schütze den Splitter! Sie kommen! Ach du Schande, Leute! Überlebe den Osprix-Angriff! Ja.
Weg, 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 weg! Ich kann nicht gehen! Leute! Komm, 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 komm! Hui, raus hier! Und tschüss! Ha, geil! Diese Säureflasche ist cool! Hellklinge Ballerus! Oh mein Gott! Bossgegner! Leute, aufgepasst, Bossgegner. Weg, 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 weg. Ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich. Fertig. Sehr gut. Brustschwert, Trage des Lins, Bastardschwert, alles nehmen. Intelligenzsplitter. Flammender Kurzspeer des Blendens. So, fertig, ja. Das sollte sie aufhalten. Als erstes danke. Die Ausbrüche werden von Tag zu Tag zu einem größeren Problem. Wir haben unsere Mauern verstärkt, unsere Männer gerüstet, Dutzende von ihnen getötet. Und doch sind sie noch hier. Und gehen jetzt mit roher Gewalt vor. Wegen des Drachen. Des heulenden Monsters, das die Kammer umkreist? Ja. Also, wie ich sehe, trägst du keine Hüterrobe. Ich vermute, Lena hat dich geschickt. Ja, das hat sie. Lovely. Wunderbar. Ich bin zwar dankbar für deine Hilfe, aber ich habe alles unter Kontrolle. Was machst du denn hier? Was soll das heißen? Ich schütze natürlich die Epoche. Was ist das hier für ein Ort? Hier. Hier? Es ist eine Feste, und die ungebärdige Schatzsucher daran hindern soll, die Splitter der Epoche zu finden. Okay. Oder wenigstens war das der Gedanke. Drastische Zeiten. Splitter der Epoche? Lena not tell you. Hat Lena dir das nicht gesagt? Also pass auf, wir sollten erst von hier verschwinden, dann erkläre ich alles Weitere. Diese Friedensverhandlungen sind es kaum wert, wenn du nicht weißt, wieso Orion hinter uns her ist. Alles klar. Passt. Sehr gut. Muss. Okay. Entkomme aus der Schatzkammer der Hüter. Entkomme der Schatzkammer der Hüter. Okay. Ah, jetzt aber raus hier. Hallo? Da ist irgendwas. Schau da mal. Seit Anbeginn der Hüter haben wir dieselben Rituale abgehalten. Waren angewiesen, die Splitter der Epoche getrennt zu halten. Das waren Eteras Worte. Der erste Splitter der Epoche befindet sich in einer Festung. Uralte Mechanismen von Etera halten ihn fest und niemand außer uns weiß, wie man ihn hineingelangt. Die zweite Schatzkammer befindet sich tief im Steinfallgebirge, mit Fallen, die nur die Hüter umgehen können. Der dritte Splitter bleibt immer in Bewegung. Er nutzt mehrere Schatzkammern. Nur wir haben das Wissen, sie zu öffnen. Deshalb können wir keinen einzelnen Ort zu Hause nennen. Okay, also ich will ein Hüter werden. Ich will ein Hüter werden. Was ist das da drüben eigentlich? Schauen wir mal. Wow, was ist denn da? So, tschüss, ihr Vögel. So, weg hier. Okay. Ja, was? Okay, von da bin ich gekommen. Da gibt's aber keine Feinde mehr. Oh, doch. Leute! Ich bin schon wieder voll, Leute. Ein Hüter. Hey, Baltas, kannst du mich zum Hüter machen? Das wäre cool. Ah!
mega shit. Wow, Leute, ich bin raus hier. Geh mal da auf die andere Seite rüber hier. Ja. Gut, ihr Lieben, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, dass ich die Folge da beende. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Überzeit oder einiges an Überzeit wahrscheinlich sogar. Aber ich weiß nicht, wie lange das da drin jetzt noch dauert. Das kann ich nicht sagen. Weg mit euch! Was ist da oben? Ein Baum. Might have to drop something. Blockchance. Flammes Bruchschwert. Bewegungstempo. Not a good fit. Gewandter Banditenhelm. Leutrüstung, na bitte. 9 Helm, Leute. Krasser Shit. Mega. Was? Sonneneindringlinge. Boah, da sind so viele Feinde! Leute! Und dann das Gold holen. So, ihr Lieben, wir werden aber dann ein anderes Mal zurückmarschieren, in der nächsten Folge, auf jeden Fall. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, sei auch wieder dabei, es geht spannend weiter in der nächsten Folge, Spannung pur hier. Und dann werden wir aus der Schatzkammer der Hüter entkommen. Bis zum nächsten Mal, Cliffhanger. Ja, Leute, ich bin gemein, ich weiß, Game over und ciao.